Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Marco. Habt ihr heute schon mal in den Online-Shop geschaut? Oder wart ihr heute schon in einem Lubrix-Store? Falls ja, wisst ihr es schon. Falls nicht, verraten wir es euch jetzt. Es läuft eine Star Trek-Aktion. Genau. Fast 40 Sets haben wir reduziert um bis zu 30%. Also es lohnt auf jeden Fall. 20% oder 30% Rabatt auf eine Menge Star Trek-Artikel. In unserem Online-Shop und in unseren Stores. Die Sets, die online und offline rabattiert sind, sind die gleichen. Aber ihr kennt ja unsere Stores. Wir haben eine Menge Regale da stehen, aber nicht unendlich viele. Das heißt, nicht alle Star Trek-Artikel sind immer in allen Stores im Regal lieferbar. Das heißt, es kann sein, dass ihr ein bestimmtes Set seht und das ist in eurem Store dann halt vielleicht nicht vorrätig, aber dafür im Online-Shop. Aber es sind eine Menge Sets in den Stores, in den Regalen. Genau. Und die sind dann dort genauso reduziert wie online. Beispielsweise dieser riesige Bird of Prey. Genau, und beispielsweise ist hier auch Programm, weil das hier ist nur eine Auswahl von dem, was wir reduziert haben. Also es sind, wie ich schon sagte, fast 40 Sets, also wesentlich mehr, als wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben. Das ist einfach nur ein Teil von dem, damit der Tisch nicht so leer ist. Genau. Ihr wollt euch ein paar schicke Sets hinstellen. Alle Sets, die ihr hier gerade seht, sind Teil der Aktion. Aber noch viel mehr, denn das hier sind offensichtlich keine 39 Stück. Nee, ganz offensichtlich nicht. Ja. Was ist denn hier so dein persönlicher Lieb? Erstmal, was haben wir hier eigentlich momentan so stehen? Also, was haben wir hier stehen? Ich habe jetzt einfach mal so bunt gefächert alles Mögliche rausgesucht. Wir haben hier zum einen unsere große Display Voyager aus der gleichnamigen Serie. Das hier vorne ist die Stargazer. Hier noch ein Voyager-Mitglied, nämlich Seven of Nine. Das hier ist der klingonische Bird of Prey, auch die Display-Variante mit beweglichen Flügeln. Hier haben wir ein Runabout. Deep Space Nine-Fans werden wissen, was ein Runabout ist. Da kommt die nämlich vor. Die Midsize-Version. Die Midsize-Version, richtig. Die Midsize-Version. Die ist aber trotzdem mit Inneneinrichtung. Ziemlich geil. Und abnehmbaren Rettungskapsel-Cockpit. Das hier vorne kann man, glaube ich, auch. Das geht auch, ja. Also hier mit Prinz vor allem. Mit Prinz. Das ist ein Knaller. Klasse. Okay. Und Knaller ohne Schnäppsche vor allen Dingen. Jetzt, also auf jeden Fall in den 10 Tagen der Aktion auf jeden Fall. Die Aktion startet heute am Freitag, startete bereits um Mitternacht, ne, am Freitag, und läuft 10 Tage lang. Das heißt, bis 23.59 Uhr am Sonntag nächster Woche. Ja, richtig gerechnet, würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir noch? Okay, Midsize Runabout. Wir haben V'ger. V'ger, der 78 Kilometer lange Bösewicht aus dem ersten Film. Wann sieht man den Film eigentlich mal so richtig? Der ist ja in so einer komischen Energiewolke drin. Das ist alles so ein bisschen, sieht alles so ein bisschen aus wie ein LSD-Rausch irgendwie, das Regisseurs. Man sieht ihn nicht in Gänze. Also es gibt mehrere Einstellungen, die kommen von hier hinten angeflogen und fliegen dann quasi hier zwischen diesen Türmen durch. Die ganze Sequenz dauert, keine Ahnung, irgendwie eine Viertelstunde oder so, bis sie dann hier vorne ankommen. Man sieht ihn aber niemals komplett. Also das ist nicht. Es gibt aber Aufnahmen vom Drehort. Also wir haben ja da Zugang zu Material gekriegt, wo sie dann halt die Produktionsbilder zeigen. Und da sieht man das Modell, das es aber auch nicht in Gänze gibt. Also es gibt einen Hinterteil, es gibt einen Vorderteil, dann gibt es dieses Teil mit den Türmen, aber zusammengesetzt gibt es das Ding eigentlich gar nicht. Faszinierend. Ja. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderes und auch, naja, also von der fiktiven Größe des fiktiven Vorbildes her ist es das größte Modell quasi. Also das größte Raumschiff, das wir 78 Kilometer, da kommt sonst nichts rein. Ja, doch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine sogar, die Walsonde ist sogar noch größer. Ja, aber von den Modellen, die wir haben, die Walsonde, die haben wir ja nicht. Nee, die haben wir nicht. Nee, Die ist auch quasi nur so eine Röhre mit so einem komischen... Mit einer Kugel, die unten dran steht. Ja, die ist, das ist relativ, genau. Aber mit der Walsonde hat letztendlich dieses Schiff was zu tun. Richtig, genau, weil die Walsonde kommt ja und kommuniziert mit Walen, kriegt keine Antwort und sagt dann so, jetzt mache ich euch alle platt. Spoiler-Alarm. Entschuldigung. Wer Teil 4 noch nicht gesehen hat, muss das dringend nachholen. Und die holen dann quasi mit einem solchen Bird of Prey die Wale aus der Vergangenheit, bringen sie in die Zukunft und alles wird gut. Und eine meiner absoluten Top-Star Trek-Szenen ever ist die Szene, in der das Walfangschiff
die Harpune abfeuert, die Harpune in der Luft stehen bleibt und sich dann der Bird of Prey enttarnt. Das ist einfach für mich das legendär. Und wo dann der Kapitän nur noch wild seine Ruder umreißt von der Flying Bridge aus. Geil. Okay, machen wir weiter. Wir haben einen Delta Flyer. Ja, das ist auch Voyager. Das ist dem Bedarf eines besseren Schiffs geschuldet als das, was sie dabei haben. Dementsprechend haben sie sich den Delta Flyer mal eben so gebaut. Ja. Gibt es auch viele Folgen, die sich dieses Schiffs bedienen. Unter anderem die legendäre Warp-10-Folge. Nein, die Warp-10-Folge, die war gar nicht mit dem Delta Flyer, oder? Frag mich nicht, ich habe sie nicht gesehen. Also es gibt da ein Video, gewisse Kollegen schämen sich heute noch dafür, in dem Niklas und ich das quasi nachstellen, den Warp-10-Flug. Am Ende sind Janeway und Paris irgendwie Lurche oder so. Aber ich glaube, das war gar nicht mit Delta Flyer. Das war ein anderes Schiff. Ich muss dir das glauben. Okay, wir haben den Delta Flyer, der ist im Minifigurenmaßstab. Wir haben die Phoenix. Die Phoenix, auch eine sehr schöne Szene. Das erste Warp-Schiff in Star Trek 8 ist das. First Contact. First Contact. Jawohl. Ja, das ist das Schiff, mit dem Zefram Cochrane das erste Mal schneller als das Licht geflogen ist. Ja, und damit Vulkan ja aufs Die Aufmerksam Genau, die Vulkan ja angelockt hat, die dann gekommen sind und Friede. Jawohl. Was haben wir hier noch? Wir haben die USS Excelsior, genau. NX-2000, glaube ich. Richtig, genau. Mit einem sagenhaft funktionierenden Warp-Antrieb. Das war auch eine sehr schöne Szene. Ja. Wobei das Schiff ja dann nochmal auftaucht in Teil 6, wo Kapitän Sulu dann Kapitän Sulu, genau. Kirk im Kampf gegen den Bird of Prey zu Hilfe kommt, der getarnt feuern kann. Ein Schiff, das polarisiert, was das Design angeht. Viele sagen, es ist das hässlichste Schiff, das jemals eingeführt wurde. Ich finde es gar nicht so hässlich. Ich weiß nicht, irgendwie hat es was. Ich finde es cool. Ja. Mir gefällt es. Ich meine, dass viele es als hässlich empfinden oder empfanden, lag vielleicht doch einfach an der Art, wie es eingeführt wurde in Teil 3, im dritten Film. Das bessere Schiff, mit diesem arroganten Admiral, mit diesem komischen Admiralsstab, den er immer in der Hand hatte, der war halt auch einfach, da hat man sich gefreut, als das Ding dann quasi stehen geblieben ist. Zu Unrecht verhasst, sage ich mal. Gut, was habe ich hier noch? Ich habe hier ein Jem'Hadar Bug, also das ist der Angriffsjäger, das ist so, glaube ich, das Kleinste, was die Jem'Hadar an Schiffen haben. Das ist ein hässlicher Planet, das ist ein Bug-Planet, das ist ein anderes ich wollte gerade sagen, das gehört hier nicht, das ist irgendwie... Nee, aber das ist quasi das Kleinste, was die Jem'Hadar haben, aber nicht zu unterschätzen, denn wenn es mal mit der Feuerkraft dahin ist und die nicht mehr ausreichen, dann fliegen die auch Kamikaze-Angriffe. Die fliegen auch mal gerne in den Deflektorschild einer Galaxy-Klasse. Genau, das meinte ich. Dann schlecht, und dann ist Feierabend, dann reicht auch einer aus. Ja. Ganz, ganz hässliche Szene. Und wir haben hier noch eine mit Size. NX-01. Die NX-01, das erste Warp-5-Schiff der Menschheit aus der Serie Enterprise. Also falls ihr der Ansicht seid, die große NX-01 ist ja gut und schön, aber warum Flat Silver? Wir wollen kein Flat Silver. Die hier ist in Light Blue Spray. Genau. Die große ist in Flat Silver, was ich persönlich ziemlich cool finde. Ja, die ist auch cool. Ich finde es geil. Mir viele gefällt's. Von euch auch, aber es gibt auch eine mit Size NX-01 und die ist Teil der Aktion auf jeden Fall. Hat auch eine Menge schöne Prints. Ja, und wenn ihr wissen wollt, welche Sets noch dazu gehören, am einfachsten ist es, ihr schaut im Online-Shop vorbei, guckt euch auf der Aktionsseite, da müsste oben dann so ein Banner sein, ist nicht zu übersehen, schaut euch die Aktionsseite an, schaut, was ihr dort alles seht. Und falls ihr mal wieder in eurem Local Brickstore vorbei wollt, support your local Brickstore, könnt ihr ja gucken, ob ihr das Set da findet. Und falls nicht, findet ihr sie online. Solange jeweils der Vorrat reicht. Ja. Das war's dann auch schon für heute aus dem Noppensteine-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt's noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Also denkt dran, knapp 40 Sets, 20% oder 30% Rabatt. 10 Tage lang läuft die Aktion. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Baut, build long and prosper. Build long and prosper.